Hallo und ich grüße dich auf meinem Kanal zu einem neuen Tutorial. Heute soll es einfach darum gehen, wie du von deiner Fritzbox ganz einfach eine Sicherung anfertigst. Ich habe eine Fritzbox 7590. Kann sein, dass es sich etwas anders verhält bei etwas älteren oder nicht so großen Fritzboxen wie die 7590. Aber in der Regel funktioniert das immer gleich. Wie gehst du jetzt dabei vor? Als erstes startest du einen Browser, in dem Fall bei mir Chrome, und gibst oben fritz.box ein. Damit landest du auf jeden Fall immer auf deine primäre Fritzbox. Auch wenn du mehrere im Netzwerk hast, wirst du über fritz.box immer auf die primäre Fritzbox in deinem Netzwerk landen. Dann geben wir das Passwort ein. Jetzt gehen wir hier unten auf Systeme, Sicherung und über dieses Menü kannst du wiederherstellen, die Fritzbox neu starten, Werkseinstellungen. Wir nutzen aber den Reiter sichern und jetzt musst du hier ein Passwort vergeben. Gut, er sagt jetzt falsch, klar, ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Ich brauche das jetzt erstmal nicht, weil ich das schon vorher gemacht habe. Dann sagst du sichern und jetzt kommt sogar eine Meldung, ist nicht ausreichend sicher. Gut, dann müssen wir halt ein sicheres Passwort nehmen. Machen wir das so und sagen sichern. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist, du hast ein Telefon an dieser Fritzbox angeschlossen und sagst *16287 und dann wird die Sicherung gestartet. So wie ich zum Beispiel habe das nicht. Ich habe kein Telefon an die Fritzbox angeschlossen. Dann klicke ich hier auf kein Telefon, Bestätigung mit Fritzbox-Taste. Und jetzt muss man an die Fritzbox gehen und irgendeine Taste drücken. Achtung hierbei! Drückst du die WLAN-Taste, kannst du ja machen, musst du aufpassen, dass du die danach nochmal drückst, weil sonst das WLAN nämlich ausgeschaltet ist. Ich gehe jetzt gerade mal zu meiner Fritzbox und mach das mal. Da bin ich wieder zurück. Wie du jetzt hier sehen kannst, steht klicke OK, um den Vorgang anzuschließen. Das machen wir. Jetzt wird die Datei hier runtergeladen und bei mir liegt das alles unter Downloads. Ist hier das File. Ich hoffe, dieses Tutorial hat dir gefallen und du schaltest auch wieder beim nächsten Mal ein, wenn ich ein neues Tutorial erstelle. Bis dahin sage ich tschö mit Ö und damit bin ich raus.